Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Full-Faced Maxim Giacomo. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Maxim ist einfach ein super fleißiges Bienchen und er hat es schon wieder gemacht und zwar mit Catrice eine komplette Kollektion rausgebracht. Hammerhart. Ich habe sie jetzt von Purish zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Purish-Team und welcome back Jenny, die hat nämlich ihr Baby bekommen. Ja, und ihr könnt auch mit Claudis Welt 15 auf das komplette Bundle sparen. Ich glaube 15% müssten das sein. Ich verlinke die Produkte, sofern ich sie finden kann, natürlich unten in der Infobox und ja. Ich habe natürlich nicht jedes einzelne Produkt jetzt von, also wo Maxim draufsteht, ist klar, ne? Aber ich habe Tools, mit denen ich das einarbeiten werde und ich habe natürlich auch Produkte, die ich einfach mit ihm in Verbindung bringe und deswegen, ja, ist es ein kleines Video, eine kleine Ode an Maxim und ich finde, er hat es verdient, denn er ist einfach ein wundervoller Mensch. Ich starte jetzt einfach mal mit einem Produkt und zwar ist es sein Primer, ja, in der Kooperation Holy Grails mit Riva Loves Me, ein ganz, ganz tolles Produkt, Whipped Cream Primer. Und ich verwende den unheimlich gerne. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ist das einfach ein pflegendes, reichhaltiges Produkt, was einfach meine Haut belebt und 1A entweder als Gesichtscreme verwendet werden kann oder als Make-up-Base. Als nächstes verwende ich eine Foundation und zwar ist das die Rival de Loop Make-up Hyaluron Foundation. Die bringe ich einfach in Verbindung mit ihm, weil er quasi das Produkt dazu gebracht hat, in den Hype zu kommen. Also ich glaube, ohne Maxim wäre dieses Produkt niemals so beliebt gewesen, oder? Und ja, ich habe das in der Farbe 01 Porcelain. Farbauswahl ist schrecklich. Aber ich finde, dass das einfach ein so tolles Hautgefühl gibt. Also zu Recht, dass Maxim die wirklich in den Himmel gelobt hat. Und einarbeiten werde ich die selbstverständlich mit seinem Schwämmchen, was er in Kooperation mit Lovia rausgebracht hat. Und was einfach Spaß macht, wenn man es anpustet. Immer noch, ne? Für mich ist dieses Produkt und auch die Marke Nabla an sich ein, ja, Verbindungselement zwischen Maxim und mir. Das hier ist jetzt der Regeneration Concealer, den habe ich in der Farbe Light Ivory. Und hier ist einfach der Hintergrund, dass ich den von Purish zugeschickt bekommen habe. Und hier quasi Purish unsere Verbindung ist. Denn Maxim ist derjenige, dem ich es zu verdanken habe, dass ich überhaupt eine Kooperation mit Maxim vor allem, mit Purish habe. Denn er hat mich damals dort vorgeschlagen, das weiß ich noch. Da hatte er mich angeschrieben, ob er mich da empfehlen dürfte, ob man da irgendwie, ne, ob ich da Bock drauf hätte. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und seitdem läuft das echt so wundervoll. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube auch, dass auf Nabla aktuell auch mein Code gültig sein sollte. Ich blende euch mal die Marken ein. Das kann ich ja jetzt hier einfach mal machen. Auf die aktuell mein Code CLAUDISWELT15 gilt. Das heißt, dass ihr da jetzt bis Ende des Monats bei Purish 15% sparen könntet. Das nächste Produkt ist wieder aus der Limited Edition von Riva Loves Me mit Maxim aus der Holy Grails Limited Edition. Das ist ein super cooles Puder, Flawless Baking Powder und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch sogar im Standardsortiment eingezogen. Das heißt, das kann ich euch theoretisch auch verlinken. Wir haben hier auch ein Netz drin und da möchte ich super gerne mit seinem Mini-Giacomob reingehen. Also Maxim hat mittlerweile so viele Produkte rausgebracht, dass man gar nicht weiß, welches man dann nehmen soll. Den großen Giacomob, den kleinen Giacomob. Ich habe jetzt hier den kleinen und damit soll man ein ja, mega krasses hier Softbox-Finish unter dem Auge bekommen, wenn man das halt entsprechend einarbeitet. Und da hat er vollkommen recht. Auch der Rest von meinem Gesicht wird ein bisschen abgepudert, damit das Make-up etwas haltbarer wird. Außerdem ist für mich Maxim eine absolute M-Asam-Maus. Also bei ihm kriegt man jedes Mal den besten Rabattcode, finde ich persönlich. Also immer wenn ich bei Asam shoppen gehe, kann ich bei ihm vorbeischauen und kann mich darauf verlassen, dass er einen hat. Denn jetzt hat er ja quasi jeden Monat einen. Und hier habe ich jetzt von M-Asam Magic Finish den Satin Bronzer. Ich habe den in der Farbe Deep. Und so schaut der einmal aus. Der hat hier in der Mitte auch so was Schimmerndes, wenn man das möchte. Ich möchte den gerne auftragen mit dem neuen Pinsel, der jetzt auch in dem ja, in der Limited Edition mit Catrice zusammen drin ist. Super, super weich. Den hätte man natürlich auch zum Abpudern nehmen können. Ne? Ich verwende ihn jetzt einfach zum Bronzer auftragen. Da muss man etwas vorsichtig mit diesem Produkt sein, denn der ist sehr gut pigmentiert. Und damit wärme ich jetzt einfach mal so mein Gesicht ein bisschen auf.
Kommen wir nun zu dem nächsten Produkt, was jetzt auch in der neuen Kollektion von Catrice mit Maxim ist. Und zwar die Baked Face Palette. Ich persönlich hätte es noch cooler gefunden, wenn hier anstatt von zwei Highlightern oder zwei Blushes ein Bronzer drin gewesen wäre. Bin ich ehrlich? Also wir haben hier einmal die Palette, die vier Töne. Ich versuche auf jeden Fall drei davon heute auch in meinem Gesicht zu verwenden. Maxim hat gesagt, dass man den Highlighter-Ton, also Sunrise, diesen hier, auch All-Over-Face geben kann. Und ich mag super gerne so eine Art Hourglass-Puder-Finish über meinem Gesicht zu haben. Deswegen mache ich den Pinsel hier so ein bisschen sauber am Handtuch neben mir. Nehme ein bisschen das Produkt auf, klopf ab. Und dann traue ich mich. Ich traue mich. Das geht wirklich klar, wenn man das nur dezent macht. Das gibt einen ganz, 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 ganz zarten Glow. Den baue ich jetzt aber ein bisschen auf, damit ihr den halt auch seht, ne? Doch, mag ich gerne leiden. Das ist schön, ne? Sowas mag ich gerne. Er hat auch gesagt, dass er da nicht so wirklich Glitzer, groben Glitzer drin hat. Und das stimmt. Ich finde es cool. Ich swatche euch jetzt mal die vier verschiedenen Töne, die ich hier habe. Also Sunrise, Amore, Beach Vibes, der mich übrigens sehr an den Oil Infused Blush erinnert, den er auch leicht gehypt hat. Und Tan Lines. Tan Lines wird wahrscheinlich der Ton sein, den ich am allerwenigsten verwenden werde, weil ich halt eine super, super krasse Blassnase bin. Und hier sehen wir einmal die vier Tönchen, die sehr schön aussehen. Die kommen jetzt hier einfach in meine Hand rein. Wow. Das ist mal nicht von schlechten Eltern. Dazu verwende ich den Pinsel, der jetzt auch neu in dem Pinselset mit drin ist, in der Kollektion. Das ist so ein abgeschrägter Cheek Brush, den ich mir aber auch vorstellen könnte, theoretisch zum Foundation einarbeiten, ne? Wenn man ganz crazy drauf ist. Ich gehe jetzt auch mal in Amore rein, klopf aber schon ordentlich ab und dann trage ich den auf. Okay, ja, ja, der ist schon intens, ne? Nicht jeder mag das, wenn man Blush halt auch so wirklich über die Nase und so macht. Ich mag es unheimlich gerne. Also ich ziehe mir den auch wirklich komplett im Prinzip von hier über die Nase und dann hier auch so rum. Nennt sich, glaube ich, Flush. Ja, doch. Pinsel macht das gut. Blushy macht das gut. Nicey goodbye-sy. So, jetzt haben wir aber natürlich noch die Schimmer-Variante. Also Beach Vibes, das ist dieser hier. Auch den, das ist schon intensiv auf dem Pinsel dann drauf, ne? Klopfe ich ein bisschen ab. Und den möchte ich gerne hier, wow, 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 wow. Also das, was ich auf dem Pinsel habe, reicht, glaube ich, für beide Seiten. Das ist ja der Wahnsinn. Also den gebe ich mir im Prinzip dann hier außen nur auf. Wow. Und damit machst du dir halt so einen richtig krassen Flush, ne? Also ich sehe wirklich aus wie von der Sonne geküsst. Das ist ja der Wahnsinn in Tüten. Richtig intensiv, aber ich mag das gerne leiden. Und also das ist doch keine Drogeriequalität, jetzt mal ohne Flachsen. Und ich habe bislang wirklich eigentlich nur Drogerieprodukte bis auf Nabla verwendet. Schon schön. Highlighter habe ich hier ja auch noch drin, den Sunrise. Und da nehme ich jetzt den Pinsel von Maxim in Kooperation mit Letizia Lehmark, die haben, glaube ich, das Pinselset auch wieder. Ich weiß nicht, ob das wieder verfügbar ist oder ob das... Ich müsste eigentlich aktuell verfügbar sein. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das verlinkt. Und den trage ich mir dann entsprechend an den zu highlightenden Stellen nochmal intensiver auf. Ich habe den ja schon all over in meinem Gesicht. Schön. Ist das schön. Ich mag das. Ja, wir möchten natürlich auch Augenbrauen haben. Da habe ich jetzt hier einfach nur ein Spoolie von Nabla aus dem Ruby Pinselset. Und dann nehme ich mir von Catrice die Pressed Pigment Palette, die ihr ja schon in der ersten Kollektion oder im ersten Durchgang mit Catrice rausgebracht hat. Und da habe ich einen Ton drin, der nennt sich Subtle. Das ist dieser hier. Und den möchte ich sehr gerne verwenden, um meine Augenbrauen einfach so ein bisschen in Form zu bringen, ne? Um da halt so ein bisschen mehr was zu machen. Also jetzt mal ohne Flachs. Ich bin ja keine Augenbrauen-Pudermaus, aber das gefällt mir wirklich gut, weil die Farbe passt, ne? Ist schön gemacht. Also da kannst du auch diese Palette definitiv für solche Zwecke mitverwenden. Es ist so viel, was der junge Mann getrieben hat in den letzten Jahren. Dieses Produkt hat er auch ziemlich gehypt. Es ist tatsächlich auch wieder von Catrice, auch die Marke, die ich absolut in Verbindung mit Maxim bringe. Mensch, und zwar ist das der Super Glue Brow Styling Gel. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das hält dir die Augenbrauen wirklich sehr gut an Ort und Stelle. Und jetzt kommen wir zum Herzstück der neuen Kollektion mit Catrice.
Diese Lidschattenpalette hat, glaube ich, seinen Fingerabdruck drauf. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde es richtig krass. Also, ne, das ist oh, mega, mega schön. Dieses Grün passt halt auch zu ihm. Hat er nicht sogar grüne Augen? Ich meine schon irgendwie, ne? Den Schuh habe ich jetzt entfernt und da sieht man dann jetzt nochmal die Palette an sich. Ich mag die Haptik davon richtig, richtig gerne. Fühlt sich wirklich toll an. Fühlt sich nicht nach einer 15-Euro Drogerie-Lidschattenpalette an, Leute. Es fühlt sich nach mehr an. Ja. Und das finde ich einfach großartig, dass er einfach die Chance bekommen hat. Und jedes Mal, wenn man in den Spiegel schaut, steht da XO Maxim, was ich auch sehr hübsch finde. Das ist auch in der Face-Palette mit drin. Hier haben wir dann einmal die Töne, die ich euch natürlich sehr gerne swatche. Und dann möchte ich mit euch zusammen auch da einen Look draus zaubern. Okay, wow, Maxim, was hast du denn da bitte schön? Also ohne Flachs. Manche Töne haben sich wirklich angefühlt, als würde ich in eine Natasha Denona Palette gehen, um sie zu swatchen. Das ist ja der Wahnsinn. So sehen die Töne einmal auf dem Arm geswatcht aus. Swatches sagen jetzt nicht so super viel über die Qualität auf dem Lid aus, aber so könnt ihr euch schon mal eine grobe Vorstellung geben, was da quasi draus gemacht werden könnte. Zieht euch das mal rein. Also ich bin im Prinzip, wenn ich eine Lidschattenpalette swatche, dann nehme ich meinen Finger und rühre immer so 2-3 Sekunden in einer Farbe und gehe damit einmal dann direkt über meinen Arm, puste dann auch einfach immer so drüber, ne? Und ja, das ist das Resultat davon. Ich verwende auch hier die Augenpinsel aus dem Pinselset von Maxim in Kooperation mit Letizia Lehmack und nehme jetzt erstmal den großen Blendepinsel und trage den Ton Luna auf. Das ist echt ein Name, der nicht nur in jedem Buch von Danny vorkommt, gefühlt, tatsächlich sogar in meinem Buch, ohne dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe, aber irgendwie kam mir das so, sondern dann jetzt auch in der Lidschattenpalette von Maxim und ich finde das cool. Als nächstes gehe ich in den Ton Truth rein, also in die Wahrheit, mit einem etwas kleineren Blendepinsel und den trage ich mir ja so im inneren Drittel quasi oder auf die innere Hälfte, wie auch immer, in die Lidfalte so ein bisschen rein. Man könnte jetzt einen easy peasy Look schminken, ne? Habe ich irgendwie gerade gar nicht so ultimativ Bock drauf. Ich möchte es schon gerne so ein bisschen krachen lassen. Ich gehe jetzt in den Ton Forest. Das ist so ein schönes, ja, wie der Name schon sagt, Waldgrün, was ihn ja an seinen Opa erinnert und was mein Herz tatsächlich echt erwärmt hat, als er das sagte. Und ich mir ein kleines Tränchen verdrücken musste. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Mein Opa erinnert mich auch immer sehr an Wald, Waldspaziergänge. Den Ton setze ich mir auf jeden Fall hier so nach außen hin und verblende den auch ganz, ganz vorsichtig dann in den Truth-Ton mit rein. Das sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus, aber ich will das vorsichtig und langsam aufbauen. Ja, ihr habt recht, mit dem dicken Blender geht es auf jeden Fall einfacher und schneller, ne? Ja, es wird. Ich möchte halt super gerne auch diesen Ton Cis verwenden, ne? Also diesen roten Ton. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Da gehe ich jetzt auch wieder mit diesem kleinen Blendepinsel erstmal rein. Und den setze ich mir, das kann verrückt werden, hier rein. Also quasi unter Truth. So als eine Art Linie. Aber hör auf, wenn ich ans Grün komme. Kann man machen. Ne? Das vertieft die ganze Geschichte noch ein bisschen. Ich find's cool. So, jetzt kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Es sieht funny aus. Und da möchte ich gerne den Ton Community verwenden. Das ist einmal dieser wunderschöne Braunton. Und da halt oben bei mir auf dem Auge recht viel los ist, gebe ich mir den nur sehr, sehr zart auf. Naja, sehr, sehr zart ist gut gesagt, ne? Jetzt kommen wir zu den Schimmertönen, da habe ich so Bock drauf. Ich starte mit NDA, also Non-Disclosure Agreement. Das kenne ich noch aus meinem beruflichen von damals. Das ist so ein heftig buttriger Ton. Den habe ich jetzt einfach mal mit so einem feinen Pinselchen aufgenommen und trage mir den hier im Innenwinkel auf. Hammer, wow, 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 wow. Dann weiß ich definitiv, dass ich auch den Ton 1806 verwenden möchte. Das ist dieser hier. Denn das ist so ein schöner Grünschimmerton. Und den möchte ich mir gerne so nach außen hin auftragen. Oh mein Gott, ist das schön. Und dann möchte ich einfach super gerne den Ton CEO verwenden. Weil es ist einfach so ein Ton,
Habe ich eben beim Swatchen schon gedacht, der schimmert. Also sorry, Danny, ich hätte auch gerne deinen Ton verwendet. Aber den kann ich besser, glaube ich, in so einem Look integrieren, wo ich auch so den richtig als Topper-Shade nehmen kann und wo ich ihm dann auch seinen Raum geben kann, dass er ordentlich von alleine wirken darf. Hammer. Leute, das ist jetzt mit dem Pinsel und nicht mit dem Finger, ne? Ich bin einfach begeistert. Wow. Wenn man den jetzt ein bisschen heller haben wollen würde, könnte man natürlich den Ton, den ich jetzt auch im Innenwinkel habe, da so ein bisschen drüber toppen. Aber ich finde das so gerade einfach wunderschön. Ich möchte es auch mal ein bisschen dunkler haben. Sonst habe ich auch gerne diese extrem hellen und bunten Augen-Make-ups. Und das hier ist einfach so mystisch, finde ich. Ist das nicht krass? Also ich bin gerade hin und weg. Ich finde es wirklich schön. Ich habe jetzt auch super viele Farben verwendet, aber das war auch so ein bisschen meine Intention, dass ich das so ein bisschen, ne? Dass ich ein paar viele Farben nehmen möchte. Jetzt fehlt natürlich noch ein Eyeliner und den kann ich doch safe hier mit Spillet ziehen, oder? Das ist dieser dunkelbraune Ton hier unten in der Ecke. Das ist jetzt witzig, denn das ist jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt von dieser Lidschattenpalette ein bisschen Fallout bekomme. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich einen Ton als etwas verwende, was er eigentlich nicht ist, ne? Und deswegen, also nehmen wir ihm das einfach überhaupt nicht übel. Das ist vollkommen in Ordnung. Fallout lässt sich auch easy peasy wegwischen. Und ja, da kannst du einen Eyeliner mitmalen. Der malt sogar auf den anderen Lidschatten. Haut mich um. Sodele! Als Fixing Spray habe ich etwas, das mir Maxim mal irgendwann in einem Päckchen geschickt hatte. Und zwar ist es das All Nighter Glow Setting Spray von Urban Decay. Finde ich, Ultra Glow. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich liebe Glow. Und das passt natürlich jetzt auch zum Look, ne? Mit dem Schwämmchen wird das Ganze ein bisschen in die Haut eingetapert, um etwas besser mit den Härchen auf dem Gesicht verbunden zu werden. Und dann gibt es eine Wimpernzange, auch die Catrice bei Catrice. Selbstverständlich habe ich auch die Handspiegel von Maxim am Start. Als Mascara verwende ich jetzt einfach eine hier von M. Asam, weil M. Asam und Maxim und so. XXL Volume Mascara habe ich hier in der Farbe Deep Black. Die möchte ich jetzt einfach auftragen, um den Look zu vervollständigen. Es gibt einfach immer noch ein ganz anderes Ergebnis. Ne? So sieht das Bürstchen aus, ein Faserbürstchen, was sehr fluffig ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich weiß noch, als ich die Mascara das erste Mal verwendet habe, dass ich da nicht so begeistert von war. Aber mittlerweile verwende ich das Lash Lem von Özlem aus dem El Anilo Shop, Leute. Das kann ich euch nicht anders, also Wahnsinn, guckt euch das mal an. Ne? Es ist schon krass. Ja, die hat ein tolles Wimpernserum rausgebracht, was meine Augen wundervoll macht und mich glücklich macht. Kommen wir zu den Lippen. Denn auch da hat Maxim in der Catrice-Kollektion ein Produkt enthalten. Und das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Und zwar nennt sich das Tesoro C01. Genau. Und das ist eine wunderschöne, wunderschöne Farbe. Wirklich. Wenn man so einen dunklen Look geschminkt hat, macht das relativ wenig Sinn, da jetzt noch so eine krasse Lippe zuzuschminken, weil das würde sich irgendwie gegenseitig die Show stehlen. Das wollen wir nicht. Dann nehme ich doch einfach dieses süße kleine Applikatorfüßchen und gleite damit über meine Lippen. Ja, farbtechnisch und texturtechnisch eher zurückhaltend, was aber wie gesagt zum Look und zum Gesamtbild halt mega gut passt. Und Leute, das ist jetzt mein fertiger Look. Also ich bin geflasht. Ich habe jetzt wirklich ein Fullface mit Produkten geschminkt, die entweder von Maxim direkt mal rausgebracht worden sind in der Kooperation oder in seiner eigenen Marke oder die mich halt an Maxim erinnern. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie wohl. Ich fühle mich auch so ein bisschen Fangirl-mäßig, obwohl das sind alles Menschen, ne? Das ist, ja, aber trotzdem. Ich finde einfach, dass es ein so cooler Typ ist, der einfach unterstützenswert ist. Deswegen möchte ich eigentlich nicht unbedingt Maxim zur Kooperation mit Catrice beglückwünschen, sondern Catrice zur Kooperation mit Maxim. Weil eigentlich haben die dadurch einen mega Gewinn gemacht, weil mit Maxim an ihrer Seite ist Catrice tatsächlich in den deutschen Drogerien wieder so ein bisschen mehr cooler geworden. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr das so seht. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich ziemlich cool, auch gerade mit dieser Statement-Kette und so, ne?
Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und ja, großes Lob auf jeden Fall an Maxim. Schaut bei Purish vorbei, falls euch die Produkte interessieren. Ich habe euch aber alle anderen Produkte auch in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!